Hallo ihr Lieben, ich sende euch sonnige Grüße aus der Quarantäne in die Quarantäne von meiner Yogamatte. Ich bin aber mal gefragt worden, ob ich Yoga-Videos, Online-Kurse und Co. machen mag und wann halt sonst für Schwangere. Ich muss sagen, na, leider nicht. Wir genießen es sehr und die paar halben Stunden, die ich da und dort alleine ganz für mich habe und mein Babybauch, die genieße ich gerne alleine auf der Matte. Aber für 3 kurze Sessions nehme ich euch jetzt gerne mit und vielleicht kannst du daraus auch 2 Inspirationen für deine Praxis daheim holen. Egal ob mit Babybauch oder ohne, gerade mit, bitte unbedingt darauf achten, ob du die Übungen schon für dich kennst und wann nicht, wirklich genau einspüren. Fühlt sich das jetzt gut an? Zwickt es irgendwo? Wichtig ist, du solltest immer tief und gut durchatmen können. Du solltest dich fühlen, als würdest du mit jedem Atemzug mehr ausdehnen in alle Richtungen, von innen nach außen. Und auf keinen Fall das Gefühl haben, deine Zähne beißen immer mehr zusammen, du verkrampfst dich oder du musst irgendwas machen. Das stimmt, wenn du schwanger bist. Es stimmt aber auch immer zu allen anderen Lebenszeiten. Du wirst merken, du wirst lieber auf die Yogamatten gehen, es wird dir mehr Spaß machen und du wirst entspannter, klarer und mit mehr Energie wieder aufsteigen. Und da wird es Tage geben, nämlich erst wahrscheinlich herumliegen und nicht so viel da. Das war bei mir witzigerweise eher das zweite Trimester. Und jetzt mit der Sonne, muss ich sagen, habe ich auch wieder Lust an fitten Tagen auf Kraft und muskuläre Anspannung. Und das Wichtige ist, dass du dir immer bevor du auf die Matte sitzt, einen Moment für dich die Augen schließt und spürst, wie ist der Energieherd, wie ist die Qualität. Und was holt dich jetzt am meisten ab? Stimmt zumindest, wenn du mit deiner Yoga-Praxis kein fixes Ziel, keinen fixen Trainingsplan abarbeitest, sondern wirklich auf die Matte steigst, damit du dich besser fühlst, damit du dich freier bewegen kannst, damit du kraftvoll und ausgeglichen durch den Tag gehen kannst. Am YouTube-Channel und in meinem Blog auf marlinschinko.com wirst du 3 Videos finden mit ein paar Übungen, die mir jetzt gerade besonders gut tun und taugen. Vielleicht möchtest du die Videos aber vorher einfach anschauen, da anschauen, ist da was für dich dabei, vielleicht auch im Schnelldurchlauf und das dann in deinen eigenen Yoga-Quickie mitnehmen. Für mich gerade diese Praxisstunden, in denen ich nichts Neues lernen mag, nicht ein Ziel verfolge, wirklich bei mir ankommen mag, hilft es mir am meisten, die Augen wirklich nach außen zuzumachen und dann nach innen öffnen zu können, sodass ich spüre, wie fließt der Atem, wo kann er sich ausdehnen, wo ist ein Widerstand da, der sich meistens nicht nur auf muskulärer Ebene, sondern auch, dass man da und dort einfach ein bisschen verzwickt, sie verhaltet im Alltag und angespannt ist, auch in seine Gedanken, dass sie das auch so äußert. Und so ist es wirklich eine tolle Chance, nicht wie in einer Meditation, einfach nur ruhig da zu sitzen, wo man oft merkt, wie laut die Gedanken werden können, sondern wirklich aus der Bewegung auszuschauen, was ist jetzt da, und so in die Stille zu finden. Ich wünsche dir dabei viel Freude, viel Erfolg und wunderbare Erfahrungen. Und freue mich, wenn ich von dir höre. Schick mir gerne eine Mail, eine Facebook-Nachricht, schau auf Instagram vorbei. Ich bin zwar im Mutterschutz, freue mich aber, die ganze Zeit mit euch in Kontakt zu bleiben. Alles Gute!